Wort ist nun Frau Bundesministerin Leonore Gewessler. Bitte schön, Frau Bundesministerin. Herzlichen Dank, Herr Präsident, werte Abgeordnete, werte Zuseherinnen und Zuseher. Ich habe es an dieser Stelle schon öfter gesagt, ich sage es auch hier wieder, wenn wir über den Klimaschutz reden, dann ist der Verkehrsbereich unsere Großaufgabe. Und deswegen sind es einmal prinzipiell gute Nachrichten, dass wir im Nowcast, also in der Emissionsbilanz des Umweltbundesamtes fürs Jahr 22 einen Rückgang sehen der Verkehrsemissionen, trotz gestiegener Personenverkehrskilometer. Das zeigt, die Maßnahmen wirken. Das zeigt, alles, was wir in den letzten Jahren auch hier in diesem Haus gemeinsam beschlossen haben, bringen uns Schritt für Schritt Richtung Mobilitätswende, Richtung Klimaschutz auch im Verkehrsbereich. Und wir machen mit diesem Bundesstraßenmautgesetz heute einen weiteren richtigen und wichtigen Schritt in diese Richtung, nämlich mit der Ökologisierung der Lkw-Maut. Wir haben uns das vorgenommen im Regierungsprogramm und wir setzen es jetzt um. Wir setzen es auf Basis einer Richtlinie um, der Wegekostenrichtlinie, die jetzt schon mehrfach erwähnt ist. Sie wissen, ich habe auf EU-Ebene dagegen gestimmt, auch bis zum Schluss dagegen gestimmt, weil ich finde, dass sie die Steuerungsmöglichkeit, also weil sie das Grundproblem der Lkw-Maut und der Grundnachteil der Lkw-Maut gegenüber dem Schienenbenutzungsentgelt auf der Schiene nicht löst. Man hat auf der Straße einen Deckel an Infrastrukturkosten, die man verrechnen kann. Auf der Schiene wird es einfach pro Kilometer, pro gefahrenem Kilometer verrechnet. Diese Ungleichgewicht, das löst man nicht mit der Wegekostenrichtlinie. Aber sie gibt uns zum ersten Mal die Möglichkeit, die Maut auch zu erweitern um eine CO2-Komponente. Und genau das machen wir jetzt. Was heißt das? Wir haben bis jetzt bei der fahrleistungsabhängigen Maut zwei Tarifbestandteile, eben den Infrastrukturteil und die Kosten für die verkehrsbedingte Lärmbelastung und Luftverschmutzung. Und jetzt lasten wir Kosten für die verkehrsbedingte CO2-Emissionen in einem weiteren Tarifelement an. Und die Anlastung dieser Kosten, ja, die schleifen wir ein. Die geht nicht von 0 auf 100, sondern die wird in drei Stufen eingeschliffen. Für die größte Fahrzeuggruppe an LKWs heißt das, im nächsten Jahr erhöht sich die Maut um 7,4%. Wir haben in dieser Frage damit einen Hebel zu mehr Kostenwahrheit zwischen Straße und Schiene. Wir haben in dieser Frage erstmals in der Lkw-Maut einen weiteren Bestandteil zum Klimaschutz und können die Einnahmen aus dieser Maut auch nutzen für eine nachhaltige Gestaltung des Verkehrs. Auch das ist ja eine Möglichkeit, die uns jetzt endlich, muss ich sagen, die Wegekostenrichtlinie gibt. In Summe möchte ich nur auf eines hinweisen. Wenn wir Deutschland und Österreich vergleichen, dann bitte machen wir es korrekt und schauen wir uns das Gesamtbild an. Wir haben 2023 in Deutschland einen Kilometer-Maut-Tarif. Entschuldigung. Wir haben 2023 in Deutschland einen Kilometer-Maut-Tarif für Lkw von 19 Cent. Wir haben 2023 in Österreich einen Kilometer-Maut-Tarif von 44 Cent. Das heißt, wir nutzen die Steuerungsmöglichkeit der Lkw-Maut bereits jetzt. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das die deutschen Kollegen auch jetzt endlich machen. Nur es führt noch immer dazu, dass wir 2024 in Deutschland eine wesentlich geringere Lkw-Maut haben auf den Kilometer als in Österreich. Also bitte, wenn wir es uns anschauen, dann machen wir das Gesamtbild. 2024 in Österreich 47 Cent auf den Kilometer, in Deutschland 34 Cent auf den Kilometer. Also insofern freue ich mich, wenn der Kollege Wissing jetzt die CO2-Emissionen nutzt, um zumindest ein bisschen anzuheben in unsere Richtung. Steuern müsste man gerade am Brenner über eine Korridormaut, das ist was, was ich immer wieder in die Gespräche einbringe, und da haben sowohl Deutschland als auch Italien noch eine richtig Luft nach oben. Wir machen einen weiteren Schritt heute mit diesem Bundesstraßenmautgesetz und ich hoffe auf Ihre breite Zustimmung dazu. Auch in Tirol geht die Maut nicht runter. In Tirol steigt die Maut um 5,6%. Ein Punkt noch zu Tirol, zur Luegbrücke. Der Abgeordnete Magreiter ist
sehe ich jetzt gerade nicht im Saal, ich sage es trotzdem auch für alle. Die Luikbrücke hat keine Kapazitätserweiterung. Die Luikbrücke hat keine Kapazitätserweiterung, weil da stimme ich dem Abgeordneten Margreiter ja zu, wenn wir Verlagerung zustande bringen wollen, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir umweltfreundlichen Verkehr haben wollen, dann müssen wir umweltfreundliche Infrastruktur bauen. Das heißt Bahn bauen, das heißt Brenner Basistunnel bauen, das heißt Verlagerungsterminals bauen und Anschlussbahnen bauen. Mehr Kapazität auf der Straße führt zu mehr Straße. Deswegen gibt es auch auf dem Brenner keine Kapazitätserweiterung, sondern ein Bahnenstreifen, was auf einer der vielbefahrenen Routen, glaube ich, eine sinnvolle Verkehrssicherheitsmaßnahme ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Diskussion, so wie wir es am Brenner führen, auch im Rest von Österreich führen, weil am Brenner zeigt sie nämlich genau das, mehr Straße hieße mehr Straßenverkehr und eine weitere Spur ist nicht immer eine Lösung. Ich sage noch ein Wort zum Asfinag-Gesetz. Das Asfinag-Gesetz ermöglicht jetzt wirklich mit der die Verbesserung der Umweltsituation in den betroffenen Autobahngemeinden hier Mittel zur Verfügung zu stellen für die Verbesserung von Lärm- und Emissionsschutz, auch der Verkehrssicherheit. Wir haben zusätzlich auch letztes Jahr schon die Dienstanweisung Lärmschutz überarbeitet, die auch mehr Lärmschutz für die Gemeinden zur Verfügung stellt. Also in Summe geben wir jetzt gerade den Gemeinden an den am stärksten befahrenen Strecken hier weitere Mittel in die Hand und dass die Asfinag jetzt auch ihren Beitrag zur Energiewende leisten kann, auch dafür sorgt ein weiteres Gesetz, das wir heute abstimmen, nämlich indem wir, dass Sie heute abstimmen, muss ich natürlich korrekterweise sagen, wo wir im Bundesstraßengesetz Photovoltaikanlagen, die sich in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn befinden, als Bestandteil der Bundesstraße aufnehmen und damit eine deutliche Verfahrensbeschleunigung und Klarheit für die Asfinag zustande bringen. Das sind weitere wichtige Schritte für die Klimaneutralität im Verkehrsbereich und ich hoffe auf Ihre breite Zustimmung. Nächste Rede.